Zwei sitzen im Garten und streuen sich übers Geld, weil der eine ja wenn zu viel hat von dem, was dem anderen fehlt. Die eine fliegt auf Urlaub und die andere bleibt daheim, weil sie muss in Rosen von derer, die auf Urlaub fährt, noch mal. Es ist wie es ist der Schmäh, das muss man halt auch so verstehen. Ich weiß, es ist nicht halbe schön, da hilft halt nur der Schmäh. Was ist denn das Schöne am Dauercampen? Ja, wir sind alle in der Pension und wir waren aber schon da, auch wie wir noch aktiv im Beruf waren. Und die Natur einfach und im Sommer, wir sind nicht weit weg, wir sind Vertrauen daheim. Und da sind wir ja schnell herunter und das taugt uns einfach. Und jetzt natürlich, seit wir in der Pension sind, nützt mir die Saison im Sommer voll aus. Wie die Sonne ein bisschen scheint, sind wir herunter. Auf die Nacht das Zusammensitzen da und ein bisschen was reingehen. Das ist doch nur wie lustig. Ja, und am 11. Vormittag einen kleinen Frühschuppen. Dazu. Und am schönsten ist in der Früh, wenn die Sonne scheint. Ja, heraus zum Frühstück. Im Verein. Ah, das ja. Ist schön. Wir sind jetzt schon fast 30 Jahre, seit 1983 sind wir da heraus, haben wir das Camp. Über was reden wir denn sonst noch? Ja, über Sex, das Kochen? Sex. Ja, von dem kannst du nur mehr Drama. Nein, nicht Drama. Ja, manche Drama nur. Du hast auch das letzte Mal ein Playboy gewesen. Du musst uns alle über 70, was willst du von denen noch? Ne? Was ist denn Thema Nummer 1? Sex, ne? Nein, das war es einmal. Heute über 10. Nein. Ich kann mehr kaufen. Nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Hätten wir zu essen. Nein, über Menschen, die haben wir immer geredet. Okay. Wenn wir jung waren. Ja, ich sag sechstens, gehen wir oben Fleisch schauen. Ja. Ich weiß nicht, so viel Fleisch auch nicht mehr. Das interessiert mich ja gar nicht mehr. Ja, früher sind sie geredet. Ja, du gut. Hast du schon gesehen? Das gibt's ja fast gar nicht. Dann sitzt da eine oben ohne. Gehen wir schauen. Und dann rein und schauen. Nee, du nicht so. Das war vor 20 Jahren. Ich hab eigentlich noch kein Hund mehr hier. Kannst du dir vorstellen, wie das interessiert? Nein, so ist das Leben, das nutzt nichts. Der eine geht für einer und der andere nur spazieren. Der eine macht's mit Muskeln und der andere mit seinem Hirn. Der eine sitzt am Traktor und der andere im BMW. Der eine fährt schon gemütlich und der andere dauernd schnell. Ich würde auch gerne feiern, gell? Ja, schon eigentlich. Ja, warum nicht? Wir feiern. Können uns ja da auch vor allem gut ausschlafen. Es ist ja gemütlich da und es ist nicht laut und jeder hat seine Ruhe da. Ja. Wir erfahren von der Außenwelt eigentlich gar nichts. Wenn wir den Fernseher nicht da hätten, wir wissen gar nicht, was draußen alles passiert. Ja, wir dann schon Fernsehen an, Nachrichten schauen und Zeitung lesen, was ganz sonst, wichtig ist. Aber Zeitung kriegen wir da her, automatisch. Ja, haben wir uns herschicken lassen. Zeitung kriegen wir. Ich finde, wir sind sehr gern da. Es gefällt uns richtig, ja. Fühlt man sich freier da? Ja. Ja, schon. Da sagt keiner zu dir, lass ich dich mal, aber sie, wie schaust du denn da aus? Nein. Es ist einfach gemütlich, ja. Und wenn wir haben, man kann sie ja kultivieren da, das ist ja nicht so. Wir haben ja Pausen, wir haben Toiletten, wir haben alles. Wir haben alles da. Das macht man natürlich schon, aber mit dem Rasieren ist man halt ein wenig schlampert. Ja. Also uns ist nie fad. Bei uns redet sie immer was. Uns redet sie überall was. Ja. Und natürlich von 12 bis 2 Uhr, bis 14 Uhr, ist Siesta angesagt. Und also da darf sich keiner bewegen da in der Anlage. Da ist Ruhe darf angesagt. Darf man nicht laut seine Bohren nicht hammern und so weiter. Aber sonst, dass man halt auch einen Mittagsschlafferl machen kann. Ne? Ja. Es sind eigentlich auch schon viel öderne Leute da. Und ja, auch Junge, es ist so gemischt, aber mehr öderne wie Junge. Nachmittag, eigentlich. Wenn der Rasenmäher gestartet wird, wissen wir, jetzt ist 14 Uhr. Jetzt ist die Ruhe um. Was bedeutet denn die Tätowierung? Ja, die Tätowierung bedeutet, ich bin ein Österreich-Fan. Also ich liebe Österreich und das heißt, ich bin ein Zufriedener. Das heißt, Zufriedenheit, Bescheidenheit, so ist ein asiatisches Zeichen. Ich bin ein zufriedener Österreicher. So heißt es. Ich liebe Österreich. Brauch kein Ausland. Nicht unbedingt. Hin und wieder mal sagen wir ja, aber... Wir sind da ganz zufrieden, wir haben alles, was wir wollen, gell? Vor 2 Jahren waren wir noch in Ägypten, aber ja, das war so ziemlich das letzte Mal mit den Kindern. Haben wir gesagt, jetzt hören wir auf, jetzt kaufen wir uns da was. Und da ist wirklich. Da haben wir es noch nicht gehabt. Noch nicht? Achso, naja. Ah, das waren schon 3 Jahre da. Ja, aber das war ja schon vor 3 Jahren. Naja, ja.
Zwei sitzen im Garten und streuen sich übers Geld, weil der eine ein wenig zu viel hat von dem, was dem anderen fehlt. Die eine fliegt auf Urlaub und die andere bleibt daheim, weil sie muss in Rosen von derer, die auf Urlaub fährt, noch machen. Es ist, wie es ist der Schmäh, das muss man halt auch so verstehen. Ich weiß, es ist nicht halbe schön, da hilft halt nur der Schmäh.